Versteckt hinter einem Aktenordner betrat Silvio S. am Dienstag gegen 10.30 Uhr den Gerichtssaal im Landgericht Potsdam. Der mutmaßliche Mörder der beiden Kinder Elias und Mohammed wurde am 29. Oktober 2015 festgenommen und sitzt seitdem in der JVA Brandenburg in Untersuchungshaft. Insgesamt wurden zum Prozess 7 Zeugen geladen, darunter auch die Mütter von Mohammed und Elias. Silvio S. wird vorgeworfen, die beiden Kinder entführt, sexuell missbraucht und anschließend erdrosselt zu haben. Noch zu Beginn der Verhandlungen forderte der mutmaßliche Täter einen Ausschluss der Öffentlichkeit, um seine Intimsphäre zu schützen. Doch das öffentliche Interesse war zu groß. Gut 100 Menschen wollten an dem Prozess teilnehmen. Medienvertreter aus ganz Deutschland waren vor Ort. Es gab mehrere Morddrohungen gegen Silvio S. und deswegen findet dieser Prozess hier unter äußerst hohen Sicherheitsvorkehrungen statt. Jeder wollte erfahren, was ist das für ein Mensch, der zu solchen Taten fähig ist. Na, ich kann es nicht verstehen, wie man, weiß ich nicht, das bei Menschenleben auf dem Gewissen haben kann. Wir waren ja noch Kinder. Ja, ich erwarte die Höchststrafe, dass das passiert. Ist er schuldfähig oder ist er nicht schuldfähig? Davon hängt alles ab. Dass er auf jeden Fall lebenslänglich kriegt. Dieser Mensch hat kein Leben mehr in der Freiheit verdient. Naja, es geht ja um Kinder, die um ihr Leben gebracht worden sind. Das ist ja eine besondere Dramatik. Besonders traurig auch. Die Anspannung war groß. Das ganze Gelände um das Potsdamer Landgericht wurde abgesperrt und überwacht, weil es Gewaltandrohungen gegen Silvio S. gab. Alle Prozessteilnehmer mussten durch Sicherheitskontrollen und wurden zuvor intensiv überprüft. Letztendlich durften nur 30 Besucher und 24 Medienvertreter zum Mitschreiben in den Gerichtssaal. Damals im Juli 2015 verschwand der 6-jährige Elias spurlos von einem Spielplatz im Potsdamer Stadtteil Schlatz. Mehr als 1800 Einsatzkräfte und unzählige Potsdamer suchten nach dem Jungen, leider ohne Erfolg. Am 1. Oktober verschwand dann auch noch der 4 Jahre alte Flüchtlingsjunge Mohammed spurlos vor dem Landesamt für Gesundheit und Soziales in Berlin-Moabit. Eine Woche später entdeckte die Polizei auf Bildern von Überwachungskameras den Entführer des Jungen. Auf Fahndungsbildern erkannte dann die Mutter von Silvio S. ihren Sohn und meldete dies der Polizei. Im Verhör gestand dieser dann, beide Jungen sexuell missbraucht und erdrosselt zu haben. Insgesamt wurden bis Ende Juli 12 Prozesstage angesetzt. Die Staatsanwaltschaft fordert lebenslängliche Haft. Ein Urteil wird voraussichtlich am 26. Juli gefällt.